In den vergangenen Wochen wurde bereits viel spekuliert. Nun bestätigt Julian Klaassen die Trennung von seiner Frau Bibi Klaassen. In seiner kurzen Erklärung offenbart er, von wem die Entscheidung ausging. Bibi Klaassen, 29, und ihr Ehemann Julian Klaassen, 29, meldeten sich vor wenigen Tagen nach einer längeren Social-Media-Pause zurück. Während die Influencerin sich besonders positiv auf ihrem Kanal zeigte, deutete Julian bereits eine dunkle Phase in seinem Leben an. Punkt. Jetzt steht fest, was genau der 29-Jährige mit seinen kryptischen Zeilen meinte. Auf Instagram offenbart er, dass Bibi sich von ihm getrennt hat. Julian Klaassen, ich würde den Spekulationen gerne ein Ende setzen. In 4 kurzen Clips erklärt Julian, ich melde mich zurück und würde gerne den Spekulationen ein Ende setzen. Ich mache es kurz, ja, es stimmt. Bibi und ich sind getrennt. Bibi hat sich getrennt. Was zum Liebeshaus des Paares führte, gibt er nicht bekannt. Punkt. Sichtlich berührt erklärt er, viel mehr kann und will ich zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht sagen. Julian Klaassen betont abschließend, dass das Wohl der gemeinsamen Kinder nun an erster Stelle stehen würde. Wie es weitergeht und wann er sich das nächste Mal bei seinen FollowerInnen melden kann, weiß der 29-Jährige selbst noch nicht. Bibi Klaassen hat sich bisher nicht zum Statement ihres Nochmannes geäußert. Auf Social Media teilte sie vor wenigen Stunden eine kurze Story, in der sie beim Friseur zu sehen war. Es würde eine krasse Veränderung anstehen. Julian und Bibi Klaassen waren 13 Jahre zusammen. Julian und Bianca lernten sich in der 5. Klasse kennen. Im Jahr 2009 verliebten sie sich ineinander und waren von da an unzertrennlich. 9 Jahre später folgte die Traumhochzeit des YouTube-Paares. Das Paar hat 2 gemeinsame Kinder. Sohn Leo, 3. Und Tochter Emily, 2.